Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute widmen wir uns mal einer Wirtschaftssimulation von 1988, die viele vielleicht noch vom 64er kennen, Vermeer. Ja, wie ihr seht, das Mädchen mit den Perlenohrringen von Vermeer. Und nach diesem Maler ist auch dieses Spiel benannt, weil Ziel des Spiels ist es, eine verloren gegangene Familiensammlung von Gemälden zurückzubekommen mittels Auktionen. Und um diese Auktion zu gewinnen, braucht man natürlich einen Haufen Kohle. Und die wird in dieser einer der ersten Wirtschaftssimulationen, wird das Geld verdient durch Plantagen, auf denen man bestimmte Dinge anbaut. Ja, wenn ihr eine Speichererweiterung habt, dann könnt ihr hier sogar erweiterte Grafik nutzen. Das heißt, ihr seht die Bilder, die ihr kauft, auch in echt. Ja, das war nicht immer so, denn auf der 64er-Version, da konnte man ein Bild nicht von dem anderen unterscheiden. Ne? Das war so geringe Auflösung. Naja, jedenfalls, ich habe uns schon mal hier einen Spielstand vorbereitet, damit wir nicht von Null anfangen müssen. Und es empfiehlt sich auch hier, sich die Spielstände vielleicht sogar aufzuschreiben, damit man die wiederfindet. Denn es gibt keine Möglichkeit, aus dem Spiel heraus irgendwelche Disketten zu durchsuchen oder so. Wie heißt der Spielstand denn nochmal? Wann habe ich denn zuletzt abgespeichert oder so? Ne? Ja, ich musste gerade auch mal ein bisschen gucken, aber jetzt weiß ich's. Und wenn alles gut läuft, dann hat er offenbar auch erkannt, dass ich einen Spielstand habe. Möchte die Vermeer-Disk zurück, das Spiel besteht nur aus einer Diskette. Ja, und hat dann auch meinen Spielstand geladen. Vermeer ist eigentlich dafür angelegt, um es mit mehreren Personen zu spielen. Also klassisch früher mit meinem Bruder oder so, ne, oder mit Freunden. Dann sitzt man zusammen vor dem Bildschirm und spielt zusammen. Denn nur dann entfaltet es wirklich seinen ganz eigenen Charme. Wie gesagt, müsst ihr über Auktionen Bilder zurückersteigern. Und dieses Ersteigern macht natürlich richtig Bock, wenn auch mehrere Leute mitbieten. Ne? Ja, aber ich habe jetzt hier einfach mal einen Spielstand mit einer Person begonnen. Und man kann hier also den Startbildschirm sehen. Hier oben die Zeit, die abläuft. Das Spiel beginnt, ja, 1918 quasi mit Ende des Ersten Weltkrieges und läuft dann immer weiter. Es werden auch so historische Ereignisse dargestellt anhand so einer Zeitschiene. Und das ist ganz witzig, da kann man eigentlich eine Menge von lernen. Und ja, also ich habe jetzt hier schon 2 Jahre gespielt und habe schon verschiedene Plantagen aufgebaut. Die sieht man hier oben in Ankara, hier Türkei, ne, hier ist übrigens die Weltkarte, wunderbar. In Ankara, da habe ich Tee, in Mombasa hier in Afrika. Da habe ich glaube, das ist Kaffee. Und in Abidjan hier, ne, an der Goldküste oder so, da habe ich Kakao. Dann gibt es noch Tee. Den baut man am besten hier wohl in Amerika. Tabak, den baut man wohl am besten hier in Amerika an. Ja, und das sind so die 4 Ressourcen, die es hier gibt. Ja. Dann ist hier natürlich mein Vermögen. Ihr startet mit 50.000 Mark und das Vermögen müsst ihr dann vermehren. Ne? Hier seht ihr immer die Auktionstermine, da kann man sehen, hier wird ein Vermeer und ein Renoir, die werden hier versteigert zu bestimmten Zeitpunkten und dann muss man da sein und dann kann man an einer Auktion teilnehmen. Hier sind meine Plantagen aufgelistet, also ich befinde mich gerade in Mombasa, das ist hier, ne, Ostafrika, ja, und da habe ich, wie gesagt, was habe ich denn da? Genau, Kaffee und habe hier eine Plantage von 25 Hektar. 60 Arbeiter eingestellt, die momentan keinen Lohn kriegen. Das ist natürlich blöd. Das ist auch der Grund, warum ich hier hingefahren bin. Ne? So, wenn wir uns die Plantage mal zuallererst angucken, dann kann man hier sehen, aha, hier liegt meine Plantage, natürlich schön am Wasser. Und ich kann auch Land dazu kaufen. Wenn ich Land kaufe, sagen wir mal, ich kaufe hier jetzt mal so ein Landstück und die sind nicht verbunden, dann macht er mir hier eine neue Plantage auf. Ne? So. Mache ich mal 5 Hektar. So, Ende. Bob. So, ich habe Kaffee und dann muss ich natürlich auch noch was anbauen. Und dann wähle ich aus, zum Beispiel jetzt hier, ich wähle hier Kaffee aus und würde hier Kaffee auch anpflanzen. Ja,
Jetzt ist es natürlich so, den Kaffee, den müsst ihr erstmal haben, den müsst ihr euch erstmal auf dem Markt kaufen. Und dann braucht ihr natürlich Arbeiter. Immer so 2 pro Hektar, habe ich herausgefunden, sind ganz gut. Und vielleicht manchmal auch mehr, je nachdem, wie viel man produzieren muss. Die Landpreise am Anfang sind die relativ gering, die steigen, je mehr Land hier gekauft wird. Ja, und dann habe ich hier also 80 Tonnen im Lager und 30 Hektar, wo ich Kaffee drauf produziere. Ne? So, dann kann ich hier noch eine Landreform machen. Ich bilde mir ein, wenn ich eine Landreform mache, dass dann auch mein Ertrag besser wird. Aber eigentlich ist sie dazu gedacht, ihr seht ja, ihr könnt nur 3 Plantagen besitzen. Wenn ihr jetzt Plantagen habt, die sich jetzt hier verbinden lassen, also wenn ich jetzt hier noch ein Stück Land kaufen würde, dann könnte ich die Plantagen verbinden, dann wäre das wieder nur eine. Ne? So könnt ihr eure Plantagen restrukturieren. Ne? Ja. So, okay, und aber die Plantage, die brauchen natürlich auch Arbeiter, die findet man hier. So, Arbeitsmarkt, ne? 600 Leute gibt es in Mombasa nur, die für mich mal loren wollen. Und dann könnt ihr hier Arbeiter einstellen, ich stelle mal welche ein, ja. Zur Berechnung ist vielleicht besser, wenn ich 30 einstelle. So, und dann habe ich 3 Arbeiter pro Hektar. Ne? Und ja, so. Die haben auch einen Tageslohn, 2 Mark. Ne? Kann ich rauf und runter setzen. Ich setze den mal runter, damit ihr gleich seht, was dann passiert. Ja, okay. So, die Plantagen, die produzieren natürlich nicht jeden Tag. Die produzieren quasi einmal im Monat, so alle 30 Tage. Ne? Wenn ich natürlich kein Saatgut habe, ganz am Anfang, dann gehe ich hier auf den Markt und dann kaufe ich mir hier Saatgut. Ne? Hier seht ihr die Preise, hier sind eure Lager, wie viel ihr besitzt. Und ja, und hier findet ihr auch hier oben, es gibt Termine. In 3 Tagen Kakao nach London, in 9 Tagen Kaffee nach New York. Das sind also Termingeschäfte, die ihr eingehen könnt, müsst ihr aber nicht. Ne? Hier kann man sehen, ich bin jetzt eingegangen, ein Liefergeschäft 200 Tonnen Kakao nach London zu liefern. So, und natürlich etwas zu liefern kostet auch Geld, dann habt ihr hier natürlich die Frachtkosten. Die sind natürlich von Afrika aus nach New York höher. Ne? Ja, okay. Gut, was haben wir denn noch in der Übersicht? Da könnt ihr nochmal sehen, die Termingeschäfte, die es gibt, die ihr eingegangen seid. Ne? Und da habt ihr nochmal einen Überblick über eure ganzen Plantagen, Arbeiter, wie viel Lohn die bekommen und so weiter. Ne? Ja, Börsenkurse könnt ihr euch hier anzeigen lassen, der Dollarpreis, die Lloyd-Aktie und so weiter. Ne? Und hier könnt ihr auch abspeichern, ist hier ein bisschen versteckt. Ja, aber wenn ihr abspeichern wollt, kann man hier auch. Ist auch nicht normal. Ich kann mich an Spiele erinnern, Kaiser oder so auf dem 64er, da konnte man gar nicht abspeichern. Ne? Oder auch andere Spiele. Ne? Da ließ man dann also die ganze Nacht den Computer an und hoffte, dass morgens das Gerät nicht überhitzt war, ne? Und man dann seinen Spielstand weiterspielen konnte. Ne? Hier ist die Reiseübersicht. Ihr seht hier, ich habe hier in so einem Dreieck habe ich meine Warenwelt hier so angeordnet, ne? Damit ich immer relativ kurze Wege habe. Denn es ist nämlich so, ihr müsst immer reisen. Und Reisen kostet natürlich Zeit und Zeit ist Geld. Ne? Ich zeige euch nochmal eben hier den Punkt Bank. Auf der Bank könnt ihr natürlich sehen, da gibt es auch Aktien, mit denen könnt ihr handeln und Dollar, mit denen könnt ihr handeln. Gucken wir mal, ich glaube, ich habe ein paar Dollar habe ich noch in der Bank. Oh, ich habe keine Dollar in der Bank, aber was habe ich noch? Ich habe, glaube ich, irgendwelche Aktien. Habe ich die denn? Royal-Linie? Aha, 1000 Aktien der Royal-Linie habe ich. Ne? Und ja, mit denen könnt ihr handeln. So, und was ihr natürlich immer machen müsst, ihr müsst reisen. Ne? Denn ihr müsst ja immer zu den Plantagen zurückkehren, die ihr besitzt hier, damit ihr auch die Ernte einfahren könnt. Ne? Ich habe jetzt... hier könnt ihr ja sehen, ich bin jetzt ein Termingeschäft eingegangen, über 200 Tonnen Kakao nach London zu liefern. Und zwar habe ich ja Kakao in Abidjan. Da können wir mal hinfahren. Reise ich mal nach Abidjan. So, ist relativ nah. Hier kann man da die Strecke sehen. Und kostet natürlich auch entsprechend Geld. Und wenn man reist... Oh, erstmal hier. So, ich habe ja gerade meinen Arbeitern...
ein bisschen den Lohn reduziert von 2 Mark auf 1 Mark. Und jetzt sagen die, die wollen streiken. Ne? Kann man sagen, naja, streikt doch halt. Ja gut, dann produzieren die auch nichts. Ne? Kann Sinn machen, je nachdem, wenn man kein Termingeschäft hat oder das Lager ist voll, dann ja, lass du halt streiken, ne? Dann produziert man halt nichts. Dann vergammelt aber auch nichts. Ne? Aber hier sage ich jetzt mal, 2 Mark ist okay. So, jetzt kann man hier oben sehen, hier vergeht die Zeit. Ne? Hier, das ist so die Zeit, die vergeht. Jetzt fahre ich mit dem Schiff, manchmal fährt man auch mit dem Zug. Ne? Und am 17. Juni ist also ein Termingeschäft erledigt gewesen und das habe ich auch eingehalten. Ich habe es geschafft, 200 Tonnen oder so Kakao zu liefern und kriege dafür 160.000 Tacken. Das ist natürlich schon mal Bombe. Dann geht die Zeit weiter, Termingeschäft Kaffee hatte ich nicht. Oh, dann gibt es ein Telegramm. Verunsicherung am Londoner Terminmarkt. Gut, Mikkel erreicht Abidjan, letzter Besuch vor 24 Tagen. Jetzt gucken wir mal. Oh, ein Teegeschäft. Wird mir angeboten, ne? Dann wird mir angezeigt hier, ich habe eine Plantage in Ankara, da läuft 39 Hektar Tee auf und ich besitze da 270 Tonnen Tee. So, jetzt muss man natürlich gucken. Die produzieren natürlich auch in Ankara weiter. Ja, und ich war auch schon eine Weile nicht mehr da. Also ich sag mal, ich biete jetzt an, 350 Tonnen Tee nach London zu liefern. So, ein Riesenkurs. Zack. Okay, Kaffee habe ich auch. Mombasa, da war ich gerade. 81 Tonnen habe ich. Tja, könnte ein bisschen knapp werden, ne? Aber ich mach's trotzdem mal. Wenn man mal sieht, was passiert. Ich sag mal ja, ich sag mal 120 Tonnen nach New York. Machen wir. Alles klar, okay. Gut, jetzt bin ich in Abidjan hier angekommen. Und dann haben die auch brav geerntet. 26 Tonnen Kakao. Ich war ja 24 Tage nicht da. Das heißt, die haben mehr als eine Tonne am Tag geerntet. Ne? Das kann auch schwanken. Jedenfalls, ich muss Kaffee und Tee liefern. Aha, Kaffee und Tee muss ich liefern. Und zwar in 52 und 64 Tagen. Kaffee. Hier ist nur Kakao. Okay, gut. Also hier kann ich jetzt erstmal nichts machen, weil ich habe ja 2 Termingeschäfte mit Kaffee und Tee. Und Tee wird bei mir in Ankara produziert, also reise ich erstmal dahin. Hier ist alles erstmal wunderbar. So, reise ich erstmal nach Ankara. Zack. Okay, da gibt es den Monatsbericht über Inflation, ob die Zinsen gestiegen sind, der Dollar und wie die Aktienkurse so sind. Man kann sehen, irgendwie explodiert gerade alles. Hui. Ne? Die Preise für die Nahrungsmittel steigen. Ne? Jetzt bin ich in Ankara angekommen. Vor 75 Tagen war ich zum letzten Mal da. Da haben die mehr als 2 Monate, haben die natürlich ordentlich geerntet. Ne? Ich sag mal, jeden Monat 40 Tonnen. Haben die 106 Tonnen geerntet. Kann ich sehen. Ich habe 376 Tonnen Tee hier, muss in 37 Tagen 350 Tonnen Tee liefern. Aber das müsste ich doch locker schaffen, ne? Denkt man. Jetzt ist es aber so, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und kann jetzt von hier aus schon liefern. Denn mit der Ware, wenn die unterwegs ist oder in irgendeinem Lager lagert, genau, da kann auch mal was passieren. Ne? Die kann vergammeln, die kann geklaut werden und so weiter oder das Lager kann abbrennen. Deshalb liefert man die am besten, schon vor 100 Jahren lieferte man schon am besten just in time. Ne? Ja, und was ist just in time? Also am besten 14 Tage vorher. Ne? 14 Tage vorher schicke ich die Klamotten los, damit die genau richtig ankommen, damit da nichts mit passiert. Ne? Okay. Das heißt aber auch, ich muss von hier aus in 37 Tagen was verschicken. So, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder reise ich und warte hier. Ne? Ich kann in Ankara auch warten. Was ist passiert? Jetzt passiert irgendwas? Irgendwas passiert. Oh, Vico Vermeer lädt sie zu einer Spazierfahrt ein. Das ist natürlich auch manchmal tricky. Ne? Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt ein Warengeschäft. So. Und ihr müsst in 3 Tagen die Ware losschicken. Dann kommt der Vico Vermeer, ne? Das ist übrigens euer Gegenspieler, der will auch immer die Bilder ersteigern. Also so eine Art KI irgendwie schon auf eine Art. Ne? So, und der schnappt euch manchmal die Bilder weg. Und der lädt euch dann zu einer Spazierfahrt ein. Und dann verpasst ihr euren Termin. Und der Termin geht in die Binsen und das kostet euch richtig Kohle. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das hier dauert.
der Spaß, ne? Ich dachte immer nur, ne? Klick einfach nur, okay, ich klicke einfach. Streik, 3 Mark Tageslohn wollen die, ja, müssen wir mal machen, weil die ganzen Preise steigen ja auch, ne? Dann können die auch mal mehr Kohle verdienen. Macht Sinn. Kaffee-Termingeschäft geplatzt. Oha, also das Kaffee-Termingeschäft, was ich eingegangen bin, ist geplatzt. Gut. So, jetzt hat der Vico Vermeer also mir 2 Wochen genommen, ne? 2 Wochen bin ich jetzt mit dem Kerl rumgefahren, ne? Okay. Kaffee. Ja, genau, mache ich. Sag mal 160. Okay. Okay, jetzt mache ich ein Kaffeegeschäft. Das eine war ja geplatzt. Ende September. Kaffee nach New York. So, jetzt gucken wir mal. Okay, ich habe noch 22 Tage. Dann muss ich von Ankara aus Tee losschicken. Das klappt, ne? 22 Tage. So, ich sage ja, 14 Tage vorher schicke ich los. Das heißt, ich muss jetzt 8 Tage warten. Dann warte ich mal 8 Tage hier in Ankara. Okay. Alles klar. 8 Tage warten. Oh, man sieht, die Preise fallen ein wenig, ne? Ungefähr gleich bei 0 so. So, in Ankara bin ich. Jetzt bin ich hier bei dem Markt und schicke meinen Tee nach Ankara. Nach New York. Nee, gar nicht, wo muss er hin? Hier oben steht 350 Tonnen Tee nach London. Ne? Macht auch Sinn, den Tee dann an die richtige Adresse zu schicken. Ne? Das macht schon Sinn, sonst hinterher ist der Termingeschäft nämlich auch geplatzt. Und ich glaube, dass es keinen Sinn macht, mehr Tee zu schicken, als man angefragt hat. Ich glaube, da verdient man nichts. Ne? Ich schicke mal genau die Summe. Zack. Hat natürlich Geld gekostet, weil ich habe die Klamotten ja verschickt. Und jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr so viel im Speicher. So. Okidok. Mein Teegeschäft ist auf jeden Fall gesichert. Ne? 350 Tonnen Tee nach London habe ich abgeschickt. Jetzt muss ich noch Kaffee schicken nach New York. Kaffee läuft bei mir hier in Mombasa. Da fahre ich jetzt mal hin. Alles klar. Reisen wir mal wieder nach Mombasa. So. Olympiade in Antwerpen. So, ich war vor 2 Monaten nicht mehr in Mombasa. Oh, die haben aber doch, natürlich. Aha, 83 haben die geerntet. Ja, 40, genau, 30 Mal. Oh, da eine ganz gute Quote eigentlich. Ja, gut. So, wie lange habe ich denn noch Zeit? 37 Tage. Da muss ich erst den Kaffee losschicken. Okay. Na gut, ich habe noch ein bisschen Zeit. Die muss ich jetzt gleich abwarten. Ich sage euch mal Folgendes. Was kann man denn hier überhaupt machen? Nur quitten, sonst nichts. Mhm. Sonst kann man noch nichts machen, ne? Okay. Also, es ist natürlich so. Ich zeige euch jetzt, wie man Geld verdient mit Plantagen. Das ist natürlich relativ einfach. Ich habe ja auch keine Konkurrenten. Ne? Also normalerweise würden hier jetzt noch 1-2 weitere Spieler hier mitmischen. Und dann starten alle gleichzeitig in Berlin oder Paris. Ich weiß gar nicht, wo sie starten. Ich glaube in Berlin. Und dann suchen die sich irgendein Ziel aus. Und die fahren natürlich am Anfang nicht alle zum selben Ort. Also der Erste, der anfängt, der fährt vielleicht nach Ankara, weil er da Tee anbauen will. Und der Nächste fährt direkt nach New York, weil er Tabak anbauen will und so weiter. Aber hinterher wird natürlich der Platz auch knapp. Ne? Weil man muss ja massig Kohle verdienen. Ne? Und es wird auch irgendwie ein hektisches Rennen. Erstmal um die besten Plantagen zu bekommen, aber dann natürlich auch um die Bilder zu bekommen. Ne? Und man ist auch nicht von irgendwelchen Geschehnissen wird man nicht verschont. Also manchmal gibt es eine Revolution, dann ist die Plantage weg oder die fackelt ab oder sonst irgendwas. Ne? Oder ein Schiff geht unter. Also da passiert schon eine ganze Menge. Und das macht es schon ein bisschen spannend. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Was hatte ich gesagt? Ich muss in 37 Tagen fährt mein Kaffee los. Ne? Dann würde ich mal sagen, dann reise ich mal 23 Tage. Ich bin in Mombasa, bin ich ja. Ne? Genau. Oh, jetzt kommt wieder der Vico. Oder was passiert? Na, Vico lädt mich wieder ein. Ist aber auch okay, ich habe ja noch genügend Zeit. Das müsste ja eigentlich noch passen. Aber wenn ich jetzt knapp kalkuliert hätte, Streik, ich gebe denen mal mehr Geld. Aha, mein Teegeschäft. Oh, hat 500.000 Merker gebracht. Das ist natürlich schön. Inflationsberuhigung.
Erste Salzburger Festspiele. Währungsreform. Hardcore. Alle Vermögen werden auf ein Fünftel entwertet. Das heißt, mein Geld wird gefünftelt. Jetzt habe ich ja gerade ein Teegeschäft gemacht und habe 500.000 Tacken dafür gekriegt. Ja, jetzt ist mein Konto natürlich, sind davon gleich nur noch 100.000 da. Schöner wäre es gewesen, wenn die Währungsreform gewesen wäre und mein Termingeschäft wäre danach abgelaufen. Dann hätte ich nämlich meine Kohle noch zum Preis des Termingeschäftes bekommen. Ja, okay, jetzt bin ich also, ja, ne, klar, Inflation, ne? Jetzt bin ich natürlich richtig gefoppt worden, macht aber nichts. Oh, ich habe Geburtstag, ja wunderbar, gibt es wenigstens noch ein paar Merker. Ne? Okay, ich bin in Mombasa, Tabak habe ich keinen. Müsste ich erst welchen aufbauen. Ich habe noch keine Tabakplantage, das können wir gleich mal machen. Ja, ich habe immer noch 245.000 Tacken. Und jetzt gehe ich natürlich hin, jetzt hat es natürlich eine Inflation gegeben, jetzt kaufe ich erstmal Fett-Dollar an, ne, und hier, Aktien, ne. Also, 245.000 habe ich, 10.000, 40.000, jo, soll ich mal 50.000 kaufen? 1, 2, 3, bup. Oh, Irrtum, oh, ich kann gar nicht so viel kaufen. Alles klar. Gut, wie viel darf ich denn kaufen? Fangen wir mal so. Darf ich jetzt 20.000? 20.000 darf ich kaufen. Ja, ist ja Bombe. Dann kaufe ich nochmal ein paar Aktien. Würde ich mal sagen. Ich habe Royal-Linie, die sind irgendwie nicht so doll. Irgendwie weiß ich auch nicht. Also wenn man überlegt, am Anfang waren die relativ gleich. Leute ist voll abgegangen. Aber man soll ja ankaufen, wenn es scheiße läuft. Ne? Also kaufen wir einfach mal Aktien an. So viel darf ich nicht. Warum darf ich denn nicht so viel? Warum? Na gut, ich darf offenbar nicht so viel kaufen. Wie viel darf ich denn kaufen? Aha, 4.000 darf ich kaufen. Ja gut, wahrscheinlich hatte ich nicht genug Geld. Keine Ahnung, ne? Ja, ihr könnt natürlich jetzt nicht sehen, dass sie da sind. Ihr müsst ja zuerst immer wieder den hier oben den Dings öffnen, den Geldschrank öffnen, ne? Ja, da haben die sich wahrscheinlich damals gedacht, boah, Wahnsinnstrick, ne? Was für eine Technik. Was für eine Grafik und so, ne? Naja, jedenfalls, wenn ihr wissen wollt, wie viele Aktien ihr habt, ihr müsst immer den Schrank aufmachen, ja? Okay. Hätte man vielleicht auch ein bisschen cleverer lösen können. Ne? Egal. So, wir haben jetzt Aktien und Dollar gekauft. In der Hoffnung, dass die steigen, was natürlich auch Sinn macht. Weil wir hatten ja gerade eine Währungsreform, ne? Und eine Monsterinflation quasi, so gesehen, ne? Ja, die kam aber aus dem Nichts, komischerweise. Gut, macht aber nichts. Weil wir haben ja noch ein Termingeschäft in 23 Tagen Kaffee nach New York. Und das müsste genau zum Preis von 1220 Mark. Und wenn man mal guckt, die derzeitigen Preise für Kaffee sind 318. Aha, das heißt, ich kriege noch viermal so viel Geld für mein Termingeschäft wie der derzeitige Wert, weil das Termingeschäft ja noch steht. Das ist natürlich Bombe, ne? Ja. Alles klar. Es wäre schöner, die Termingeschäfte würden hier auch direkt irgendwo angezeigt. Platz ist ja noch satt, ne? Weil ich muss jedes Mal immer gucken, was habe ich noch auf dem Termingeschäft? Ja, gut, okay, ich muss jetzt 9 Tage hier warten. Ne? Wo bin ich? Mombasa bin ich, ne? Mombasa, 9 Tage. Jetzt kommt da wieder der Vico. Ey, ich raste aus, Junge, was ist denn mit dem? Warum kommt der Penner da? Junge, was willst du, Hans? Ja, jetzt gucken wir mal, ob nicht mein Termingeschäft in die Binsen geht, ne? Oh, du wirst was Gemälde gestohlen, ist nicht mein Gemälde. Mikkel erreicht Mombasa. 15 Tage. Ach du Scheiße. So, 15 Tage. Jetzt habe ich natürlich nur noch 8. Aber ich glaube, das müsste eigentlich reichen, ne? Ich gehe mal auf den Markt und schicke mein Kaffee nach New York. Kaffee nach New York. 150. 160. Siehst du? 160. Okay, 160 Tonnen Kaffee nach New York. Schick los, das Ding. Alles klar. Ja, macht Sinn, das öfter mal zu vergleichen, denn wenn man die falschen Klamotten schickt, das ist richtig ärgerlich und kostet einen Haufen Geld. Ne? Ja, Wunderbärchen. So, mein Termingeschäft ist erledigt. Ich habe jetzt kein offenes Termingeschäft mehr. Ne? So, also das heißt, ich habe erstmal nichts mehr zu tun. Jetzt könnte ich natürlich irgendwo noch eine Plantage bauen, aber ich gucke jetzt mal, ob wir mal zu einer Auktion kommen. Weil die Preise sind ja gerade gefünftelt worden oder gefiltert. Na, jedenfalls,
müssten die Gemälde jetzt einigermaßen billiger zu kriegen sein. Ne? Deshalb reise ich jetzt mal nach Paris, schaffe ich es wohl nicht mehr. Aber nach Berlin, da schaffe ich es auf jeden Fall hin. Leider komme ich nicht direkt nach Berlin, ihr seht es. Ich muss erst woanders hingurken. Ja, gucke ich natürlich mal nach Ankara, weil das ist ja eh der Ort, wo ich auch noch eine Plantage habe. Ne? Gut, ab nach Ankara, Mikkel kriegt Kohle für Kaffee. Und dann bin ich in Ankara. Oh, gibt wieder Kakao, Termingeschäft. 276 Merker. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, nö, mache ich nicht. Ich warte erstmal, ob die Preise steigen. Ne? Ja, kann man mal machen. Aber ich mache es trotzdem. Was haben wir denn? 114 Tonnen haben wir gelagert. Ich war schon länger nicht mehr da. Ich sag mal 180. 180 Tonnen. Zap. Bam. Es ist nämlich auch so, ihr könnt nicht einfach auf den Markt gehen und jetzt eure Klamotten verkaufen. Also hier sieht man ja, ich habe hier Tee. Ne? Und zwar 123 Tonnen Tee. Ich kann aber nirgendwo hingehen, die jetzt hier verkaufen. Ich kann zwar hier Tee kaufen in Ankara, ich kann den aber nicht verkaufen. Ich muss erst ein Termingeschäft machen. Und da ist die Krux. Es kann mal sein, euch geht die Kohle aus, dann habt ihr einen Haufen Zeug im Lager und werdet das nicht los. Das ist ein bisschen tricky so, ne? Wir haben übrigens gerade Dollar gekauft. Die sind noch nicht wesentlich gestiegen, aber das wird schon gleich noch passieren. Okay, wir müssen am 4. Oktober in Berlin sein, um hier unseren Rubel zu kaufen. Ne? Dann machen wir das mal. Normalerweise würden jetzt natürlich vielleicht auch noch andere Spieler, die mitspielen, die fahren da auch hin. So, und dann ist man vor Ort mit mehreren Spielern. Ah, hier seht ihr, der Dollar ist gestiegen. 20 Cent, wunderbar. Ne? Aktien steigen, auch nur diese Kack, meine Kack-Aktien, die fallen immer. Das gibt's doch nicht. Wo wollen die denn noch hin? Okay, Mikkel ist da. Ja, 2 Jahre schon nicht mehr in Berlin. Ne? So, in Berlin habe ich auch eine Sammlung. Ne? Aha, was haben wir denn? Wir besitzen einen Vermeer. Ja. Und wir haben in London noch ein paar Bilder hängen. Einen Vermeer und einen Whistler, die wir entsprechend gekauft haben. Und so. Ach nee, die haben wir nicht gekauft. Die haben mal Silvester gewonnen, glaube ich, genau. Silvester werden nämlich immer Bilder verlost. Und da ich natürlich der einzige Mitspieler bin, habe ich natürlich gute Karten, das Bild auch zu gewinnen. Ne? Also wenn wir jetzt mit 4 Leuten wären, dann wäre es wieder tricky. Ich kriege einfach immer alle Bilder Silvester. Ne? Ja. Okay, wir haben jetzt den 2. Oktober. Es ist noch keine Auktion. Ihr seht es. Ihr müsst erst warten. Ne? Gibt es hier eine Galerie? Ach, das ist meine eigene Galerie. Ihr seht ja auch mal die Bilder, die ich habe. Ne? Ich habe nur einen Vermeer. Ne, ich habe da, genau, ich kann den Vermeer hier auspacken. Kommt der da hin? Ach, da habe ich noch einen. Genau, ah, jetzt habe ich den Vermeer hingehängt, ne? Mhm. So richtig erkennen kann man nicht, dass es ein Vermeer ist, ne? Naja, man sieht die holländische Mütze hier und so. Naja, aber wenigstens ist es schon besser als auf dem 64er, ne? Und, wie gesagt, ihr müsst 40 Bilder sammeln. Und dann wäre es natürlich schön, wenn es auch Originale wären, ne? Und da könnt ihr ein Gutachten machen. Ich mache jetzt mal hier von dem Vermeer ein Gutachten. Ein echter Vico Vermeer. Ja, Bombe. Ist halt cool. Könnte auch ein gefälschter sein, ne? Was muss ich machen, damit ich weitermachen darf? Hallo. Verkauf. Gutachten. Hallo, ich will hier kein Gutachten machen. Was mache ich denn? Wie komme ich denn wieder zurück? Ach hier, oder muss ich von dem auch noch einen machen? Nee, nee. Matthieu, was ist hier los? Wie komme ich zurück? Gutachten. Ja, ich habe Gutachten. Ne? Verkauf? Auch nicht. Ich bin auch hier. Aha. Okay. Ja, gut. Okay. Alles klar. Keine Ahnung, was war. Na, jedenfalls. Wahrscheinlich war ich zu blöd, auf den Button zu drücken. Der wird nämlich nicht so schön hinterlegt, komischerweise. Genau, bei Galerie ist es so. Da wird der nicht so schön hinterlegt. Ne, warum eigentlich nicht? Erstmal lädt er sich einen Wolf und dann sieht man hier. Aha. Ja, okay. Man kann es sehen. Es ist leicht angegraut. Dann weiß man, was man zu drücken hat. Gut. Es gibt jedenfalls in 2 Tagen eine Auktion hier in Berlin, wo ich mich gerade befinde. Da wird ein Rubens verzockt und dann warte ich nochmal 2 Tage. Und dann hoffen wir mal, dass nicht der Vico kommt und mich wieder hier durch die Gegend schleift. Dann nicht so lange warten. Hallo. Aha. Gut. Aha, da hier ist eine Auktion, ne? Gemälde. Hier steht, es hat einen Wert von 131.000 Tacken. So, jetzt gucken wir mal, was gibt es denn hier zu kaufen überhaupt? Oh, 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 was ist hier los? Was muss ich machen? Ich muss irgendwas machen. Mikkel, gib ein Gebot ab.
Aha, jetzt habe ich ein Gebot. Ich habe 177.000. Oh, letztes Gebot von Mikkel. 77.000. Zum zweiten. Und zum dritten. Der Rubens geht an Mikkel. Ja, Bombe. Der Vico hat gar nicht mitgeboten. Der hat nur den Anfangsgebot gemacht. Und, aber manchmal bietet der wie wahnsinnig, ne? Ja, ich habe jetzt einen Rubens bekommen. Warum hier 8 Rubens steht? Keine Ahnung. Ist das Bild Nummer 8 von 40, damit man sich es nochmal angucken kann? Naja. Gut, jedenfalls, ich habe jetzt ein Gemälde. Ist das der Hammer? Jetzt kann ich hingehen. Hier, da habe ich gekauft am 4. Oktober den Rubens. Ist das Bombe. Jetzt kann ich in meine Galerie gehen und kann den Kerl auch noch aufhängen. So. Ich muss den erstmal auspacken hier, den Rubens. Und dann hänge ich den hier einfach mal hin. Zack. Und da hängt er. Ein Klatschfarbe. Kein Mensch kann irgendwas erkennen. Sind es Pferde? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Machen wir mal ein Gutachten. Gucken, ob ich Müll gekauft habe. Original. Ja, Bombe. Alle Originale. Ja, ist ja granatenstark. Habe ich irgendwelche Termingeschäfte offen? Kakao. Und zwar muss ich dazu aber wieder nach Mombasa. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt fährt der Mann mal wieder nach Mombasa. Und er muss wieder einen Zwischenstopp machen in Ankara. Das ist das Problem. Da komme ich nicht direkt hin. Lagerhausbrand in New York. Jetzt wäre es natürlich, wenn ich ein Termingeschäft gemacht hätte, hätte da Klamotten, die da lagern und die brennen ab. Dann ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich hatte aber nichts. Von daher alles gut. Jetzt fahre ich wieder nach Mombasa. Und dann gucken wir mal. 40 Tage war ich schon nicht mehr da. 55 Tonnen Kaffee geerntet. Und ich besitze 98 Tonnen. Ach, ich muss ja auch Kakao. Ach so, Quatsch. Ich muss doch Kakao, habe ich doch in Abidjan. Okay, jetzt bin ich durch die Lande geguckt. Jetzt hoffe ich, dass das noch reicht, damit ich rechtzeitig da bin. Und meine jetzt kommt der Vico wieder. Der Kleine, der Krasse aus. Scheint mein bester Freund hier zu sein, der Vico. Vielleicht ist es auch so, je weniger Spieler da sind, desto häufiger kommt der Vico dann eben bei dem einen Spieler. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist mir das schon tierisch auf den Deckel. Das gibt's doch nicht. Meine Aktie fällt, alle anderen steigen. Das ist doch nicht normal. Junge, das ist gleich ein Penny-Stock. Telegram, Erdbeben in Douala, alle Plantagen vernichtet. Etwas Geduld. Oh, jetzt rechnet er aus. Oh mein Gott, jetzt rechnet er aus. Douala wird jetzt neu ausgerechnet. Atatatatat. Etwas Geduld. Passiert jetzt irgendwas? Ja, wenn man natürlich in Douala eine Plantage hat, da ist natürlich ganz schlecht. Da ist jetzt die ganze Kohle im Sand. So, Tabak habe ich keinen. So, Termingeschäft. Gucken wir mal. Ich habe ein Termingeschäft. In 21 Tagen Kakao nach New York. Wie viel Kakao habe ich denn überhaupt? Ach, hier kann man übrigens auch sehen, was auf den Warenmärkten lagert. Ne? Ja, ich brauche 180 Tonnen Kakao muss ich haben. Wie viel habe ich? Tja. Kaffee? Kakao? Wo bin ich? Ich bin ja immer noch... Der Vico hat mich ja wieder erwischt. Ja, kacke. Ich muss doch nach Abidjan. Verdammter Dreck. Okay. Jetzt aber schnell. So, okay. Abidjan. Hab geerntet. 158 Kakao. 180 muss ich liefern. Ne? In 9 Tagen. Nach New York. 180 Tonnen Kakao. Gehe ich mal auf den Markt. 180 Tonnen, ich habe 272 Tonnen. Ja, Bombe. Es macht übrigens Sinn, wenn man nicht genügend Tonnen hat, dann kauft man lieber noch was dabei, als das Termingeschäft platzen zu lassen. Ne? Da macht man wenigstens ein bisschen Plus. Wenn man es platzen lässt, macht man nur miese. So, in 9 Tagen muss der Kakao in New York sein. Und zwar 180 Tonnen. Wir können jetzt mal gucken, was passiert denn? Da macht der Kerl mal 190 Tonnen. Kriege ich dann noch mein volles Geld? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe. Gut. So, okay. Termingeschäft erfüllt. Da fahren wir jetzt mal nach Lissabon. Schaffe ich das? 2. November? Ja, da komme ich ja sowieso hin.
Weil da gibt es nämlich einen Turner zu ersteigern. Und von da aus kann ich wahrscheinlich auch nach Amerika mal rüber schippern. So, Unruhen in Rio. Also wir haben Deflation. Aha, der Dollar ist jetzt wieder genauso wenig wert, wie als ich ihn gekauft habe. Ganz toll. Und meine Aktien fallen auch, ja. Spitze. Mücke erreicht Lissabon. 26. November. 2. Dezember gibt es einen Turner hier zu ersteigern. Joa, der ist richtig Stück aus Asche, wa? 110.000 habe ich. Und zwar 26. November. Würde ich mal sagen, wie viele Tage, manchmal muss man ja rechnen, wie viele Tage hat denn der, der Monat? Der November 30 sind 4, sind 6. Da müsste ich doch passend aufschlagen, um meinen Turner zu ersteigern. Ne? So. Bisschen tricky hier, diese Tageingabe. Also, kann man sich auch mal vertun. Aha, Termingeschäft, Erlös, 50.000 Tagen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr gekriegt habe, als ich hätte sollen. Aber jedenfalls ist das Termingeschäft auch nicht erfüllt, wenn man es übererfüllt. Ne? Ja, einfacher Satz. Ne? Hoffe, ihr habt verstanden. So, gut, ich bin jetzt in Lissabon und da gibt es doch heute, aha, am 2. Dezember, ne, genau eingetroffen. Hier sieht man jetzt, wie sich meine Route hier verändert hat, wie die dargestellt wird. Das ist nicht mehr das Dreieck von gerade. Ja, da gibt es einen Turner und der wird jetzt mal hier schön ersteigert. Aber der, oh, der Vico, der bietet schon wieder, ne? Der Mikkel, der bietet auch. Was macht der Vico? Mikkel bietet zum ersten, zum zweiten. Was ist mit dem Vico? Hat er keine Kröten? Turner geht an Mikkel. Warum? Vico bietet nicht mit. Ich weiß nicht, also beim letzten Mal, als ich ausprobiert habe, da hat der Vico ja, der hat geboten, bis ich gar keine Kohle mehr hatte. Jetzt habe ich wieder einen Turner für kleines Geld. Ja, keine Ahnung. Was machen wir? Wir fahren jetzt erstmal nach Amerika und bauen mal eine Tabakplantage auf. Ne? Das könnte Sinn machen. Natürlich müssen wir erstmal nach New York, sonst kommen wir nicht in die anderen Cuffs in Amerika. Ne? Dann brettern wir da erstmal hin. Gewinnausschüttung für Mikkel. Oh, Glück gehabt. Das ist so wie bei... Gehen Sie zurück auf Los oder sowas, oder drücken Sie bis auf Los vor. Ja, das ist ja sehr schön. Okay, wir sind jetzt in New York. Was gibt's? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Gibt's auch Auktionen? Hätte ja Sinn gemacht, wenn man den Auktionsbutton ausgeraut, wenn gar keine Auktion ist, ne? Egal. Miguel fährt jetzt erstmal nach Richmond, glaube ich. Richmond kommt, glaube ich, ganz gut. Richmond und baut da eine Tabakplantage auf, damit ihr mal seht, wie das auch geht. Eine Plantage aufzubauen. Das macht er natürlich ganz am Anfang. Tee von Ankara. Ob ich das schaffe? Ja, ich sag mal ja. Ich sag mal 220 Tonnen. Das muss gehen. Okay, ich bin in Richmond angekommen und jetzt baue ich mal eine Plantage auf. Ne? Also, macht natürlich erstmal Sinn, wenn ich erstmal hier auf dem Markt Tabak kaufe. Tabak, ich baue mal eine Plantage, eine 30er Plantage auf, zack, kaufe ich mir erstmal mein Saatgut, ne? Und dann gehe ich auf die Plantage und kaufe Land. So, das ist aber schön wässrig hier, schön bewässert. Wunderbar, kann ich hier ganz tolles Land am Fluss kaufen, ne? Wo ist denn Richmond, ist das am Mississippi, wo ist das überhaupt? Keine Ahnung. So. Bisschen mühselig vielleicht hier Land zu kaufen. Ne? Jeden einzelnen Klick. Kann da nichts markieren, glaube ich. Ne? So. Wunderbar. Ich habe da Land gekauft. Toll. Dann kann ich jetzt hingehen und anbauen. Ne, ich will keinen angucken. Anbauen. Und zwar, was habe ich gesagt? Tabak will ich anbauen. Ne? Baut der Kerl mal Tabak an. Ja. So, sehr schön. Zack. Brauche ich noch ein paar Arbeiter. Sonst erwirtschaftet die Plantage natürlich nichts. Ne? 60 Hektar habe ich. Ah, machen wir 70. 70 People. 2,3 Mensch pro Hektar. So, alles klar. Die sind hier am Arbeiten. Also die sind in Arbeit, 70 Arbeiter. Sollen jetzt hier, was war da, Tabak ernten.
prima. Jetzt habe ich natürlich noch ein Termingeschäft angenommen. Und zwar, was war's? Tee. Da muss ich erstmal wieder zurück nach Ankara. Ne? Ja, das ist das Problem. Es ist eine ganz schöne Rumreiserei, ne? Weil man kommt nicht von überall hin. Ne? Ich kann nicht einfach jetzt nach Ankara fahren. Ich muss erstmal nach New York. Und in New York kann es natürlich auch wieder sein, dann erwischt einen der Vico oder keine Ahnung. Ne? So, jetzt bin ich in New York. Sehr gut. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich fahre über Lissabon und gucke, ob ich nicht den Gorgueur da abzischen kann. Das macht natürlich auch Sinn. Also ich kann jetzt hingehen und kann immer über die Städte fahren, wo auch versteigert wird. Das ist natürlich nicht übel. Boah, der Dollar fällt. Oh, meine Aktie ist gestiegen. Ja, Wahnsinn. Okay. Oh, Neujahrstombola. Mikkel nimmt teil. Ein Renoir ist zu gewinnen. Ja gut, es gibt nur Mikkel, ne? Normalerweise werden jetzt hier jetzt 3-4 Spieler und ja, dann freut man sich, wenn man dann den Renoir gewinnt. Jetzt gewinne ich den. Ja, Wahnsinn. Geil, ich habe den gewonnen. Das ist ja unglaublich. So, Termingeschäft Tabak, habe ich nichts. Lagerhausbrand in London. Bin wieder in Lissabon. 3. Januar. Scheiße, ich bin zu spät. Die Auktion ist schon vorbei. Macht aber nichts. Ab nach Ankara. Termingeschäft erledigen. Ankara. Ja, ist doch richtig. Ja, da fahre ich mit dem Zug hin. Ihr seht es. Nichts passiert. Ich war 3 Monate nicht mehr da. Tabak in Richmond. Ich weiß natürlich noch nicht, wie viel die so ernten da, ne? Also ich biete erstmal nicht an. So. Oh, 130 Tonnen Tee. Wie viel habe ich insgesamt? Ich habe hier 275 Tonnen Tee. Oh, hätte ich noch ein bisschen mehr. Ich habe natürlich hoch gepokert, aber ich hätte noch mehr. Ne? Hätte noch mehr anbieten können. So, aber in wie vielen Tagen denn überhaupt? So, 45 Tage Tee nach New York. Würde ich mal sagen. Dann reise ich jetzt mal 30 Tage. Ankara. So, alles klar. Okay, hänge ich da jetzt mal 1 Monat in Ankara rum. Ne? Ist auch schön, ne? Istanbul wäre wahrscheinlich besser. Der Dollar fällt und fällt, ja Bombe. Meine Schrottaktien wachsen aber. Nein. Erbschaft. Stark. So, ich bin hoffentlich pünktlich eingeflogen, denn in 2 Wochen ist mein Termingeschäft. Super, das passt. Gut, dann gehe ich mal auf den Markt und transportiere mal nach New York Tee. Und zwar 220 Tonnen. Ich könnte natürlich mal ausrechnen, ob man da Gewinn macht, wenn man mehr liefert. Ja, naja, ich mache auch so genügend Geld. Alles klar, wunderbar. So, okay, ich denke mal, ihr habt jetzt vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, wie das Spiel so funktioniert. Ne? Ihr müsst halt einen Haufen Kohle machen über Termingeschäfte und Plantagen. Ihr müsst ein bisschen Glück haben dabei, dass nichts kaputt geht, nichts abbrennt oder keine Revolution stattfindet. Und müsst versuchen, dass auf den Wegen zwischen euren Plantagen, wenn ihr da hin und her reist, dass günstig dann auch, sag ich mal, die Auktionen liegen und ihr die erwischen könnt, ohne jetzt zu lange an diesen Orten zu verbummeln. Denn wenn ihr natürlich in New York jetzt hier zum Beispiel rumhängt oder in Berlin oder Paris, verdient ihr natürlich keine Kohle, weil die Plantagen sind natürlich woanders. Ne? Also in New York und Europa gibt es keine Plantagen. Ne? Ihr müsst immer reisen. So, und wenn ihr da wartet, verdient ihr nichts, ne? Und eure Lager laufen voll und die können dann abfackeln. Oder es gibt eine Revolution, wie gesagt, ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bekommen, das mal wieder anzutesten, mal auszuprobieren. Am besten mit einem Kumpel oder euren Sohn hier, ne? Lockt ihn mal von der PlayStation weg und dann spielt er mal eine Runde Vermeer, ne? Der wird sich da wahrscheinlich ein Bein für ausreißen, mit euch Vermeer zu spielen. Ne? Genau wie meine auch. Jedenfalls, unten in der Beschreibung habe ich noch den Link zum Interview. Und ja, hoffe, ihr schaut mal wieder rein. Tschüssi.
Ja, liebe Leute, das Spiel Vermeer hat ja eine Geschichte, die ist schon ein bisschen älter als der Amiga. Es wurde nämlich seinerzeit von Ralf Glau auf einem Atari ST programmiert, meine ich, und dann erst hinterher ist es auf dem C64 rausgekommen. Da hat es eigentlich jeder gespielt und gekannt. Und dann erst ein Jahr später, 1988, ist es auf dem Amiga rausgekommen, in einer verbesserten Version. Da konnte man also die Bilder, die man sammeln musste, die konnte man auch erkennen. Natürlich nur, wenn man eine entsprechende Speicherweiterung hatte. Und wenn ihr dann mal zum Beispiel bei cultboy.com guckt, da findet ihr auch ein tolles Forum, wo die Leute sich austauschen über Erinnerungen an Vermeer und entsprechende Spiele. Und da findet ihr auch Screenshots von den Tests aus den verschiedenen Zeitungen der damaligen Zeit. Also kann man jedem nur empfehlen. Ja, und dann ist auch noch empfehlenswert, beim GameStar mal vorbeizugucken, zwar hinter der Bezahlschranke, aber jedenfalls gibt es da ein schönes Interview mit Ralf Glau. Und da wird man auch darauf aufmerksam gemacht, dass es von Vermeer also auch verschiedene Nachfolger gab. Das war mir auch gar nicht bekannt, nämlich von 1997, da gab es Vermeer, die Kunst zu erben. Und dann gab es nochmal 2004 Vermeer 2. Ja, für mich sieht der 7 Jahre ältere Titel Vermeer, die Kunst zu erben, besser aus als Vermeer 2. Naja, und dann gab es auch noch etwas später ja, eine Sammeledition von allen Ralf Glau Spielen. Und da kann man zum Beispiel sehen, ja, wie hat er denn vorher ausgesehen? Der Ralf 1904 sah 1994 und dann hinterher, ne? Und in dieser Sammeledition, da kann man alle, da kann man oder überhaupt bei den Vermeer-Spielen, da sind auch alle Bilder beigelegt, ne, die man sammeln muss. Und ja, ist eigentlich eine ganz tolle Ausgabe auf dem Freimarkt, glaube ich, nicht zu kriegen. Wenn es habt, verkauft es auf keinen Fall oder schickt es mir. Jedenfalls. Und dann kann man auch noch vorbeischauen bei den Spieleveteranen. Die haben nämlich ein tolles Interview mit Ralf Glau gemacht, 2018 meine ich. Und da fachsimpeln die ein bisschen und er erzählt ein bisschen über die Historie seiner Spiele und wie er auf die Ideen gekommen ist. Und ja, kann man jedem nur empfehlen, der Vermeer früher gerne gespielt hat oder entsprechende Handelsspiele gerne spielt. And I go tiptoe through the window.